Hallo Freunde, in dem Stream haben wir das erste Mal ausprobiert, alle drei Kameras gleichzeitig aufzunehmen. Das hat auch sehr gut funktioniert, bis ungefähr in die Mitte vom Stream. Da hat sich dann das Recording von der GH5 aufgehängt und leider auch damit die Audioaufnahme. Ich konnte es dann für den Stream wieder reparieren, aber das Recording war kaputt. Deswegen gibt es ab der Stelle das Audio von Stream, also mit der Musik, und nur das eingeschränkte Video aus dem Stream von der GH5. Von den anderen zwei Kameras habe ich es noch. Ich hoffe, es macht euch trotzdem nichts aus. Euch gefällt das Video trotzdem und ihr bleibt uns trotzdem gewogen. Das war der Phil, das sind die OnlyFans und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Mittwoch. Es ist Bento-Mittwoch mal wieder. Wir haben schon ewig keinen Bento-Mittwoch mehr gehabt. Aber heute ist es mal wieder soweit. Bento-Mittwoch, da ist auf die OnlyFans Kochshow angesagt. Und bei dieser Kochshow kocht die Sarah vor der Kamera und macht uns was Leckeres. Und ich, der Phil, bin hinter der Kamera und mache die Technik. Und weil das so ist, hat sich die Sarah wieder ein tolles Rezept ausgedacht. Und das ist heute nämlich was? Koreanische Corn Dogs. Wir waren am Freitagabend in einem koreanischen Restaurant und die haben wir auch als Vorspeise bestellt und ich war so begeistert davon. Ich habe gesagt, die will ich jetzt daheim machen. Und ich habe jetzt mehrere Videos angeschaut, mehrere Rezepte durchgelesen und ich habe jetzt eine gefunden, was halt vielleicht perfekt ist für den Stream, was halt schnell und schmerzlos ist, einfach zu verstehen. Das einzige Nachteil ist, ich muss das Ganze selber aufschreiben, weil die hatten kein drückbares Rezept. Ja, ansonsten. Probieren wir mal. Yay! Cool. Als erstes muss man halt einen Teig machen. Kommt ein Egg, 30 Gramm Zucker. Das klingt wie viel, aber vertrauen wir, wir brauchen das. Dann als nächstes 4 Gramm Backhefe. Also 4 Gramm Trockenhefe. Jetzt. Genau 4 Gramm. Rein damit. Und das werden wir noch alles zusammenmischen. Yeah. Dann Mehl, weil Mehl ist das super wichtige Teil. So, wir brauchen dann 150 Gramm Mehl und 50 Gramm Reismehl. Ich mache erstmal das normale Mehl. Und wie gesagt, 150 Gramm von dem hier. Weißt du, warum da auch Reismehl mit reinkommt? Das habe ich leider nicht rausgefunden. Ich glaube, das ist, weil Reismehl erstens eine andere Konsistenz hat. Also das verhält sich anders und das ist ein bisschen eher wie ein Backpulver. Also ich glaube, das hilft mit dem Flauschigness vom Teig her. Kann ich mir vorstellen. Und auch in Korea haben die wahrscheinlich viel mehr Reismehl. Kann ich mir auch vorstellen. Aber falls ihr irgendeine Ahnung habt, bitte lasst mich wissen, das würde mich auch interessieren. So, jetzt kommt das Mischen. Und nein, wir stellen hier kein Salz und kein Pfeffer drin. Interessanterweise. Genau, wir mischen das so gut wie es kann.
dass es alles gut reingemischt ist, so gut wie möglich. Und da kommt noch warmes Wasser drin und wird es nochmal gemischt. Schauen wir, dass die großen Klumpen auch komplett abgebrochen sind. Gut. So, 100 Milliliter. Rein damit. Nochmal mischen. Schön mal mischen. Schauen, dass keine Klumpen mehr entstehen. Dass alles wirklich gut gemischt ist. So, ein bisschen Plastikfolie oben drauf. Und dann, du musst theoretisch gehen für eine Stunde. Aber ich mache jetzt eine schnelle Methode. Und zwar, ich stelle dir in einer vorgeheizten Ofen auf 50 Grad. Komplett Ober-Unterhitze für 15 Minuten. Und schau mal halt, wie weit es gedoppelt hat. So, ich stelle dann hier einen Timer für eine Viertelstunde. Und in der Zeit kann ich schon meine Spieße vorbereiten. Ich habe einfach hier eine Schale. Ich mache dann insgesamt 4 Spieße, weil ich habe genau 4 in dieser Packung. Männer nicht zuschauen. No king shaming. I mean, yeah, we're into that. Genau, einfach so weit nach unten stellen, bis die halt 2 Stücke Käse, also 2 Käseblocken oben stellen. Ich habe hier noch diesen Käsesnack, was schon mal vorgeschnitten ist. Ich habe gedacht, die werden perfekt, weil die muss ich auch nichts mehr vorbereiten. Einmal vom Mastammer und einmal vom Gouda. Und die ersten Spieße sind dann fertig. Da könnt ihr natürlich auch so, wenn ihr wollt, so abwechseln. So ein bisschen oben, ein bisschen unten. Oder wenn ihr halt so Mozzarella, also Scheibenmozzarella hat, nicht die frische, sondern die trockenen Mozzarella, was halt normalerweise auf dem Boot kommt oder so. Den schnittfesten. Genau, wenn ihr das so umwickeln will, auch sehr gern. Und welche bei die Spieße aufpassen, dass die nicht schon geputzt sind, weil die eine hier zum Beispiel schaut sehr gefährlich aus, weil der ist komplett abgebrochen. So, der ein bisschen weiter unten. Das Käse auch noch. Yeah! Zweite Spieß. Fertig. Ich sollte vielleicht auch mal erklären, was halt überhaupt ein koreanischer Corn Dog ist. Na? Vielleicht. Soll heute geben, die wissen das noch nicht. Ja. Ein koreanischer, also der Unterschied erstmal zwischen einem amerikanischen Corn Dog und einem koreanischen. Das kann ich vielleicht am besten anfangen. Vielleicht sollst du das überhaupt erstmal erklären, was ein Corn Dog ist. Würstchen, Spieß, Teigmantel, frittieren, fertig. Super lecker. Also Bierteig, right? Nicht nur Bierteig. Aber halt jetzt kein so Brotteig, sondern so halt so eher mehr so Panade. Weißmehl, ja. Teig. Ja. So flüssiger Teig. Ja, das ist der amerikanische Corn Dog. Das ist gemacht mit einem Maisteig, Maismehlteig. Und deswegen heißt es auch Corn Dog. Weil das hat der Maismehl, das Mais drin Geschmack hat. Aber das Teig ist eigentlich sehr nass. Du kannst es quasi in eine große Glas stellen und den Spieß einfach so reintun. Tunken. Tunken, danke. Und dann gleich so von die Fritteuse und dann ist es fertig. Schnell und schmerzlos. Aber ein koreanischer Teig, das macht komplett Unterschied, weil, wie ihr das gerade gesehen habt, ich habe Hefe benutzt. Ich habe den mit dem Ofen geschält, zum Garen, zum Gehen lassen. Ich habe den mit Zucker. Und ich mag den mit Käse oben drauf. Und das ist halt, was ich bei diesem koreanischen Restaurant zum ersten Mal erlebt habe. Und ich war einfach so begeistert. Und der Corn Dog war so lecker. Ich habe gesagt, ja, das mag ich. Mir ist egal, wie lange der Stream dauert. Ich will das machen. Ja, was gibt es noch als Unterschied? Die wird noch also sobald es der Teig fertig ist, das wird eher wie ein Brotteig ausschauen. Und mit dem wird es halt das ganze Spieß hier umgewickelt. Das war wirklich überraschend zum Anschauen. Ich war wirklich so begeistert, wenn ich das im Film, also im Video gesehen habe. Ich war so, du kannst das machen. Und ja, und ich hoffe mal, dass es hier genauso gut klappen wird. Und was noch? Die werden dann zum Schluss frittiert. Sorry, vorher
wenn die halt alle im Teig umgewickelt sind, dann werden die mit Panko nochmal umgewickelt, sodass die schnell krispig wird und die hat so die Echse so diesen Knusper hat. Dann werden die frittiert, bis die fertig sind und dann theoretisch werden die nochmal im Zucker umgerollt. Aber dadurch, dass ich halt nicht so viel, mich stört es nicht in Zucker. Aber ich würde trotzdem mal ein bisschen vorsichtig sein, weil das war auch nicht im koreanischen Restaurant. Es hat auch nicht ausgeschaut, ob es komplett voll mit Zucker war. Ich würde halt trotzdem ein bisschen am Ende Wasser ein bisschen drauf streuen, aber nicht so komplett umrollen. Wir schauen einfach, wie das geht. So, ich habe hier jetzt meine 4 Spießen. So, wir haben noch 8 Minuten. Ich schaue ganz schnell im Ofen, ob der geht. Ich stelle mal die Temperatur ein bisschen höher. Kleines bisschen, der könnte ein bisschen wärmer sein da drin. Genau, aber der hat sich schon ein bisschen aufgebreitet, aber es könnte mehr sein. Genau, und dann in der Zeit. Ich habe als Beilage am Reis, weil Reis geht immer. Und ich habe im im Supermarkt, im Asiamarkt, das hier gefunden. Der Originalplan war irgendwas mit Bok Choy zu machen, aber dann habe ich den hier gesehen und war ich von dem hier so begeistert. Ich habe gesagt, ja, nee, die muss man halt probieren. Das ist Kimchi mit Young Radish. Und ja, ich habe den hier gesehen, dachte mir, ja, den. Den werde ich als Beilage nehmen. Und der kommt wieder im Kühlschrank, weil das muss immer kalt bleiben. Wir haben noch 5 Minuten. In der Zeit kann ich meinen Reis waschen und vorbereiten. In eine Schüssel zum Auswaschen. Und als Info, ich nehme dieses Mal keinen Sushi-Reis, weil ich habe fast keine mehr. Ich nehme dann Jasmin-Reis. Langkorn-Jasmin-Reis. Gut. Und bei den Jasmin-Reis muss man halt nicht so aufwaschen. Oder vielleicht auch gar nicht. Aber ich wasche das trotzdem, weil... Ja, ich will das. So, rein mit das Reis. Dann das Wasser ausmessen. Immer 1,5. Damit das ganze Reis unter Wasser steht. Und an. Koch bitte. Dankeschön. Gut, und dann kann ich auch gleich meine heiße Öl für den Fritteuse. Ich nehme für das Fritteusen eine breite, flache Pfanne, weil ich will halt gut, dass ich mit die Corn Dogs reintauchen kann, weil ich schon mal hatte, eine Spieß passt ganz genau rein. Ich kann vielleicht 2 auf einmal drin stellen und ich will eigentlich auch, dass sie genügend Platz zum Frittieren haben. Mit meiner flüssigen Fritteuseöl. Ich mag das so halbwegs voll. Ja. Und ich stelle der auf erstmal Hitze 2, also mittlere Stufe. Schau mal, was für eine Temperatur rauskommt. Ich schau ganz schnell auch jetzt auf den Teig. Der hat sich auf jeden Fall vermehrt. Ich muss das wahrscheinlich noch ein extra 5 Minuten drin lassen, weil das hat nicht so mehr vermehrt, wie ich das haben wollte. Und in der Zeit kann ich schon mein Panko vorbereiten. So, ich nehme erstmal die alten Panko. Genau, und zum Schluss, ich habe im Video gesehen, man kann das auch im vorgekochten Kartoffelwürfel, also kleinen Kartoffelwürfeln, auch noch drin, also um einen Teigmantel mit Panko. Oder du kannst auch noch Ramen nehmen, also Nudeln vom Ramen, auch also noch umwickeln. Quasi den Teig, wenn sie dann im Teig drin sind, noch in... Entweder gekochte Kartoffelstücke oder zusammengeklopfte Ramen noch wälzen, oder? Mhm, ja. Und für euch als Info, ich suche so eine Kochtemperatur von 150. Ich mag 4 verschiedene Corn Dogs. Eine mit Ketchup und Kewpie Mayo. Eine mit Sriracha Mayo. Eine mit Ketchup Senf. Und das letzte... Wahrscheinlich als Ketchup und Senf. Oder habe ich das schon mal gesagt? Kewpie Mayo, Sriracha Mayo, Ketchup Senf. Ja.
Und dann das letzte nur Kewpie Mayo? Oder nur Ketchup? Oder nur Ketchup, oder nur Ketchup. Oder Kewpie Mayo und Sriracha. Wie in der Restaurant. Ja, kann ich auch noch. Kann ich auch machen. So, wir sind jetzt beim 140. Genau, dann schaue ich bloß mal schnell auf meinen Timer, wie lange der noch hat. 20 Sekunden. Ich glaube, das hat gereicht. Oh ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist so cool. So cool. Oh, schau mal das an. Die ganzen Blasen, was drin sind. Die sind nicht so groß, aber trotzdem, die sind da. Yes. Ah. Jetzt. Eine Schüssel voll mit Wasser. Warum voll mit Wasser, fragt ihr? Sodass der Teig nicht an unser Hände kleben. There's a method to my madness, I promise. So. Okay, jetzt sehe ich schon mal die ersten Problemchen, vielleicht. Oder auch, naja, vielleicht ein bisschen. Das Ding ist eigentlich, der hat im Video wirklich halt, der war große, also das ist wirklich alles auf einmal mitgekommen. Du könntest wirklich den Corn Dog einfach so mitrollen, was auch so ziemlich geil war. Ja, aber du kannst ja einfach mit die Hände reinlangen und dir einfach ein Stück Teig rausholen. Ja. Nur so als Idee. Ich will das aber jetzt hier so probieren. A learning by doing process. Genau, und dann hier unten das Rest wieder zumachen. So, mein Reis ist gerade fertig, aber keine Zeit. Ich bin jetzt am Wickeln. Basti schreibt, immer schön zärtlich bleiben. Okay. Dann pinieren. So, ersten. Dann fange ich auch meinen Topfplatz hier zu vorbereiten. Oh, ja. So, erste. Nice. Ach ja, ne? So, und solange dass es noch warm ist, bisschen Zucker. Andere Seite. So, nächste ist auch gleich fertig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, yes. Tada! So, nächste. Letzte. Gut, und ich habe fast jeden kleines Teil vom Teig genommen. So, den hat er mir gesagt, ist fertig. Jetzt kommt der nächste Teil. Das Deko. Ganze alles rauszunehmen. Mein Kewpie Mayo. Und als letztes Senf. So, wir fangen mit dem einfachsten an. Mit Sriracha Mayo. Ist egal welche, ne? Ja.
Man sieht wieder mal, die Sarah hat eine Bäckereilehre gemacht. Konditoreilehre, Entschuldigung. So, als nächstes den Ketchup-Senf. Da musst du aufpassen, der, du weißt, die ist relativ, die Öffnung ist sehr dick. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich dir einfach in eine Tüte reinschneide, ein paar in ein kleines Eck draufschneiden will. Weil das wird schöner ausschauen. Ja, mach. Ich glaube, ich mach das. That's a lot of sin. Ein bisschen, ja. Ich habe doch ein bisschen zu weit geschnitten. So, ich mag das gleiche beim Ketchup. Dann mache ich die anderen Weg. Hohoho. Nice. So, nächstes ist Ketchup on QP. Mit dem QP-Mayo, das muss ich nicht machen, weil die Flascheöffnung ist schon klein und fein. Das haben wir schon. Mhm. Und der letzte war... Sierra QP? Ja, danke. Deswegen habe ich dich, ne? Nein! Nice. Perfekt. Der Reis werde ich übrigens nur mit ein bisschen Butter und Salz würzen. Weil, wie gesagt, dadurch, dass die Kimchi scharf ist, ich will halt ein bisschen was Neutrales dabei haben. So, ich glaube, das ist alles. Ein bisschen noch. Ein bisschen Butter, ja. Bisschen rüberfalten, sodass es schmelzt ein bisschen. Super vorsichtig sein beim Mischen. Das ist die einzige Reis, was wir haben. Keine mehr wird gekocht. Salz. Schmeckt nach Butter und Salz. Perfekt. So, den mal ausschalten. Gut, Reis ist fertig, Kimchi ist fertig, Corn Dogs sind fertig. Go Team Go! So, dadurch, dass sie nicht alle in meine Box reinpassen wird, ich packe momentan eine und das ist ganz ehrlich nur für Show. Der Rest will ich halt in eine andere Box stellen für morgen für mein Mittagessen. Aber für den Stream kommt es jetzt in diese Box. Stell, fängt sie da drüben an und dann läuft sie mit der Box zum Reis rüber. Das ja, sollst du als Kameramann vorher wissen. Tut mir leid, Kameramann. Aber ich muss das halt. Vergiss den Kimchi dann nicht. Wollte ich gar nicht holen. Oh Gott, das war hart. Ich glaube, ich muss das alles mit dem Löffel raus. Ah, naja, obwohl. Jetzt. Sehr schön. Einfach da vorne, kurz auf die Seite
Und welche willst du nehmen? Mir ist es egal, welchen. Also ich will auf jeden Fall den QP Mayo und perfekt. Ketchup. Okay. Bento ist fertig. Nice. Ja. Also wie gesagt, das passt überhaupt nicht ins Box rein, weil er ist über den Deckel dran. Und das werde ich einfach morgen in eine andere Box stellen. Aber für Bento Purposes ist der perfekt. Der schaut echt gut aus, muss ich sagen. Willst du jetzt noch einen aufmachen bzw. essen? Mhm. Dann würde ich halt den Ketchup aus dem Fliegen, wenn es okay ist. Ein bisschen was mit Käse. Natürlich nicht so Cheese-Pull wie beim Mozzarella, aber trotzdem. Okay, halt, stopp. Der ist echt gut. Das Zucker ist eigentlich genau die richtige Menge. Aber du kannst immer noch den Zucker schmecken, der ist süß, aber nicht süß. Der Ketchup und Senf, der Senf könnte weniger sein. Das ist mein einziger Ding. Der Senf könnte weniger sein. Aber das Ketchup passt perfekt zum Käse. Du hast ein süß, du hast ein salzig, du hast ein Hefe. Du kannst es Hefe merken. Boah. Ich sag's immer, dass ich halt so geiles kochen, aber manchmal. Oh, das ist so gut. Oh. Okay. Ich muss bloß aufpassen, das ist das Öl. Das war's dann mit unserem Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer bringe ich das Video in gekürzter Fassung nächste Woche auf unseren Kanal und die lange Fassung bleibt natürlich wie immer online in dieser davor vorgesehenen Playliste. Wenn euch das Video gefallen hat, dann geht's doch nach unten und lasst einen Kommentar und ein Like da, das würde uns sehr freuen, weil das hilft, dass uns mehr Leute sehen und dann schaffen wir es vielleicht noch, bevor ich nach Birmingham fliege, mit die 100 Abonnenten, das wäre cool.